Es ist wieder Montag, das heißt, ich darf wieder vor die Kamera. Ich freue mich sehr. Eine neue Folge Hashtag mit mir und dem lieben Mario Specht. Nein, Lukas, mein Auerzahn ist wieder gut und mein Pappkameraden hier, den brauchen wir nicht mehr. Ich bin wieder da. Aber der hat mir weniger gesprochen als du. Ja, da kamst du mal zu Wort, nicht wahr? Aber ich musste ja so lachen, als ich mir das am Montag mit meinem Kühlakku auf der Backe da Wange heißt. Du bist Breakdancer gefahren, Mensch, Mario. Na, du hast dich getraut. Es war absolut süß, was du dir hast einfallen lassen. Nochmal vielen, vielen Dank für die tolle Vertretung. Darfst du auch behalten. Dankeschön. Ich bastle auch mal eine Figur von dir, da brauche ich nur etwas dickeren Stab. Guck, bist direkt wieder da, bist direkt wieder frech. Das geht aber, du hattest jetzt eine Woche Urlaub von mir. Ich muss aber lieb sein, sonst meckert Mama Otte wieder mit mir. Ne? So, schöne letzte Folge im Schengeland. Dankeschön. Wir haben uns gesagt, wir bleiben weiterhin draußen, deswegen sind wir mal zu Väterchen reingegangen, waren aber trotzdem nicht faul. Und es gab einiges im Netz zu finden. Netzstrümpfe, nicht ganz so die schönste Überleitung, aber du weißt, was ich meine. Ja, unser lieber Freund Torchi de Banana, wir haben ja schon während Corona gemerkt, dass es mit ihm nie langweilig wird. Und zwar gibt es jetzt echte Torchi de Banana Socken. Finde ich sehr, sehr cool. Wie die aussehen, haben wir euch mal eingeblendet hier. Und da gibt es jetzt sogar ein Paket mit Fanshirt und eine Socken-Release-Party. Das ist halt eine Socken-Release-Party. Da wird quasi gefeiert, dass jetzt die Socken auf dem Markt sind. Und einfach ein guter Abend, ein bisschen was anderes, mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ja, nee, Torchi, wie du sagtest es gerade eben, lässt sich immer was einfallen. Ja. Am Wochenende war ja auch viel los in Koblenz, mit Abstand gefeiert. CSD stand auf dem Programm. Da warst du auch irgendwie mit involviert, zusammen mit der lieben Dörte. Erzähl doch mal. Genau, der CSD mit der Veranstaltungsbindung an die Frauenkirche, das gab es dieses Jahr nicht im klassischen Sinne, sondern es gab am Samstag die Parade einmal. Und das macht mich ganz... Ich muss nie mehr ungeschminkt vor die Kamera. Das ist gut, weil es einfach nur so. Aber ich höre dir zu. Ja, auf jeden Fall am Freitag gab es dann eine kleine... Veranstaltung im Kurios. Wir haben quasi auf die Straße rausgesungen, die liebe Dörte und ich. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir können auch gerne mal reinschauen. Gerne, weil ich war ja nicht vor Ort, aber wir hören und schauen mal rein. Ihr habt da aber ordentlich eingeheizt, Lukas Otte. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein Zeichen gesetzt, Zeichen für Akzeptanz, Toleranz und Liebe ist Liebe. Und dafür haben wir eingestanden an dem Abend und hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mal ein bisschen Party zu haben. Weißt du, was ich mal irgendwann mit dir machen möchte? In Hashtag mal berühmte Filmszenen oder so nachspielen. Wie zum Beispiel jetzt hier, wo ich das Schiff da hinten sehe, Titanic, ich fliege oder sowas. Das müssen wir nur gucken, wer jetzt wäre. Ne? Das ist mir egal. Hauptsache mal irgendwie Spaß. Apropos Spaß, Mayen war musikalisch am Wochenende. Was genau war da? Ja, Mayen blüht auf. Das ist eine Initiative der Stadt. Und da war ich auch am Samstag, habe ich dort das Singen mit dem lieben Heinz. Und in den nächsten Wochen aber noch ganz, ganz viel Programm. Wie zum Beispiel nächste Woche oder diese Woche ist es schon wieder. Wir haben ja Montag schon wieder, Mario. Am kommenden Samstag ist mit Steven Fischer da und am 12.09. ist die Kölschband spontan da. Also einfach auf dem Marktplatz, man kann sich in die drumherum gelegenen Gastronomien einfach reinsetzen und dazuhören ohne Eintritt. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Initiative, wo ich auch sehr gerne ein Teil von war. Nimmst du mich da mit hin? Ich nehme dich mit. Okay, dann hier hast du mich. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Hashtag.